Die Kindernachrichten begrüßen heute im Studio der VHS Straubing Karin Burger. Herzlich willkommen, Karin Burger. Frau Dankeschön. Burger ist zu uns aus München gekommen. In München hat sie eine Firma. Sie ist eine Marketing-Expertin. Aber warum ist sie heute bei uns in Straubing? Weil sie ein Buch geschrieben hat. Ein wunderschönes, buntes Buch mit ganz tollen Geschichten. Und das Buch heißt Werbehexen. Wir begeben uns heute auf die Spur der Werbehexen, werden quasi Detektive und wollen einmal wissen, warum die Frau Burger ein Buch über Werbehexen geschrieben hat. Was war denn da überhaupt die Idee? Ja, das wundert einen, gell? Ich bin selber Mama von zwei Söhnen. Ich habe einen Sohn, der heißt Laurenz und wird jetzt schon 18 und einen Sohn, der heißt Valentin und wird 12. Und als der Laurenz 4 war, waren wir mal in der Früh beim Supermarkt und haben Zahnpasta gesucht. Und der Kleine konnte damals schon Zahlen lesen und dann kommt er plötzlich zu mir und sagt, Mami, wieso ist denn die kleine bunte Tube teurer als die große Tube, wo nicht so schöne Sachen drauf sind? Und dann hat er gesagt, das sind die Werbehexen. Und dann sage ich, was meinst du damit? Sagt er, ja, die malen da bunte Bilder drauf, damit wir das kaufen. Und so haben wir halt gesprochen, das ist schon ein bisschen her. Und immer wenn wir einkaufen waren, sind uns die Werbehexen wieder eingefallen, wenn irgendwo was drauf war, wo wir gedacht haben, hä, ja, wieso ist denn das so? Und Also den Namen Werbehexen, den hat Ihr Sohn Ihnen ins Gedächtnis gebracht. Das ist uns irgendwie zusammen eingefallen. Ja, genau. Und dann ging es ja so weiter, weil man immer wieder die Werbehexen quasi verfolgt hat und plötzlich haben Sie dann Ideen für einzelne Geschichten gehabt. So ähnlich. Ich habe das dann den Freundinnen erzählt, die auch kleine Kinder hatten und die haben dann auch immer wieder Situationen erzählt und dann bin ich irgendwann mal im Urlaub da gesessen und habe jeden Tag eine Geschichte geschrieben und es ist tatsächlich so, man sitzt dann da. Und ich weiß nicht, ob die Kinder das kennen, wenn die Mama oder der Papa abends am Bett Geschichten erzählen. Und manchmal gibt es ja auch Eltern, die selber was erfinden, ja. Und so war das bei uns. Und dann haben wir halt angefangen, solche Geschichten zu erzählen. Und dann haben immer mehr Leute um mich herum gesagt, Karin, das ist so toll, seit die Kinder die Werbehexen kennen, gehen sie anders einkaufen und finden das spannend. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich es mal auf. Das ist Gott sei Dank geschehen. Wir haben jetzt ein schönes Buch mit vielen Kapiteln, mit einzelnen Geschichten, wo die Werbehexen auftauchen. Und wir haben auch mal uns überlegt, ohne diese schönen Bilder wirkt Ihr Text nicht. Sie haben dann eine Illustratorin, wie man eben die Menschen nennt, die ein Buch gestalten, die zeichnen, die malen, gewonnen, eine Frau aus Hamburg. Ganz genau. Ich habe dann die Geschichten aufgeschrieben und habe dann jemand gesucht, wo ich dachte, wer weiß denn, wie die aussehen? Wie sieht denn meine Hanna aus, die ich erfunden habe, die Schwester? Und wie sieht denn der Bruder aus, der Leo? Und wie sehen die Katzen aus, die in meinen Geschichten vorkommen? Und dann habe ich eben eine Frau gefunden in Hamburg, die Mai Aurin, die malt wunderschön. Und die hat dann, habe ich angerufen, habe ihr die Geschichten erzählt und habe gesagt, Mai, wenn ich dir das so erzähle oder vorlese, fällt dir was ein, wie die ausschauen? Und dann hat sie mir Bilder geschickt. Und ja. Zeichnungen erstmal mit Bleistift. Da wollen wir gleich mal schauen. Mhm. Eine solche schöne Bleistiftzeichnung zeigen wir jetzt mal. Das ist so eine Szene, wie man sagt. Da liegt ein Mädchen auf dem Boden. Die Hanna. Und das ist eben die Hanna, die ja im Buch vorkommt. Mhm. Und das waren dann so erste Skizzen. Ganz genau. Und das habt ihr euch gemeinsam angeschaut und dann überlegt, was könnte man denn daraus noch machen? Das sollte dann ja auch farbig werden. Ganz genau. Und dann hatten wir natürlich aber auch in dem Zuge, wenn du ein Buch machen willst, dann brauchst du ja nicht nur jemand, der malen und kann und jemand, der schreiben kann, sondern du brauchst auch jemand, der ein Buch draus macht. Mhm. Und dann haben wir einen Verleger gefunden in der Schweiz, auch ein Bekannter von mir, der Gregory Zech vom Midas Verlag, der macht Bücher. Wenn ihr mal auf eure Bücher schaut zu Hause, dann seht ihr immer, von wem ist denn das Buch? Und mein Buch, sieht man auch auf dem Cover, da ist ja das rote M, ist vom Midas Verlag. Ja. Und ihr seht auch, da ist rechts die Hanna und links der Leo. Da sind sie schon bunt. Und dann haben wir einfach gemeinsam passend zu den Geschichten überlegt, welche Szene wollen wir denn zeigen. Und das hat die Mai dann umgesetzt. Und auf der Bleistiftzeichnung seht ihr mal so einen ersten Entwurf. Ja, da gibt es eben die Szene, wo Hanna und Leo sonntags früh, das lese ich euch nachher vor, im Wohnzimmer genau, sind. Genau, und auf Seite 7 sieht man dann eben, was daraus geworden ist im Buch aus den ersten Überlegungen. Wie lange hat es denn überhaupt gedauert, bis das Buch dann auch in den Buchhandel zu kaufen kam? Von ganz von Anfang bis zu dem Moment? So von der ersten Idee bis hin dann, dass es dann in den Buchhandlungen liegt, in den Stadtbibliotheken. Mhm. Also 2003 ist der Laurenz geboren, plus 4 ist 7 und rausgekommen ist 2019, 12 Jahre. Ja.
von der Idee übers Schreiben, dann den Verlag zu finden, die Illustratorin zu finden. Es hat ein Jahr war es Arbeit ungefähr, bis das alles so fertig war. Und dann muss es noch gedruckt werden, dann muss es in die Lager gebracht werden. Die müssen es an die Buchläden verteilen. Dann kam es irgendwann in die ganzen Bibliotheken und es dauert 1,5, 2 Jahre. Aber von der Idee bis zum Buch waren es 12 tatsächlich. Eine lange Zeit. Mhm. Die meisten Kinder, die das heute anhören, sind noch gar nicht so alt. Aber es ist ein gelungenes Werk, wie man so ein Buch auch nennen kann, mit eben vielen spannenden Geschichten. Welche Geschichte ist denn Ihre Lieblingsgeschichte, Frau Burger, bei den Werbehexen? Haben Sie da eine? Ja, tatsächlich habe ich in dieses Buch natürlich auch meine eigenen Geschichten reingeschrieben. Und ich hatte eine wunderbare Großmutter, die Moseloma. Und wer das Buch liest, findet die auch. Die Moseloma kommt drin vor, auch der Hund Lumpi, den gab es in echt. Sie sah ein bisschen anders aus, aber das ist eine Geschichte, wo ich manchmal selber noch ganz weich werde innerlich, weil ich meine Oma da verwirklicht habe. Und eins möchte ich auch noch wissen, es kommen ja so viele Katzen vor. Da gibt es auch eine schöne Zeichnung von der Illustratorin Mai Aurin mit den Katzen. Was hat es denn damit auf sich? Naja, als wir so überlegt haben, wie sieht denn das alles aus und wie sieht der Leo aus, wie sieht die Hanna aus, wie sieht die Mama aus, wie sieht der Papa, der Opa, da sind ja viele Figuren drin. Und dann habe ich gesagt, ich möchte, dass in dem Buch die Hexen ein Haustier haben und die Katze passt natürlich gut zur Hexe. Und das habe ich der Mai erzählt und dann hat sie einfach mal so Skizzen von Katzen gemacht. Und weil die so toll zeichnen und malen kann, hat sie uns erste Entwürfe geschickt und ich liebe dieses Blatt, ich glaube, ihr seht es gerade. Und wenn ihr ganz aufmerksam durchs Buch schaut, dann findet ihr diese Katzen, die ihr hier gerade seht. Die sind nämlich, die meisten Katzen sind ins Buch gewandert. Die sind immer irgendwo versteckt und so weiter. Alleine das macht schon so viel Spaß, die Katzen zu suchen in dem Buch. Das war der Zweck. Genau, so haben wir uns das gedacht. Jetzt ist es so, dass wir das Buch näher vorstellen wollen, denn Sie werden uns auch Kapitel vorlesen. Mhm. Und das sehen wir dann im nächsten Film. Sehr gerne. Und dann passt gut auf, ob ihr vielleicht auch irgendwo eine Katze seht. So ihr Lieben, jetzt habe ich mit der Frau Ettengruber gelernt mit euch, wie man ein Buch macht und habe es euch erzählt. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob euch mein Buch gefällt. Den Werbehexen auf der Spur. Sie beobachten uns. Sie lauern überall. Die Werbehexen und ihre schlauen Katzen versuchen, Leo, Hanna und ihre Familie hinters Licht zu führen. Sie verstecken sich im Internet, im Fernsehen, im Supermarkt, auf dem Spielplatz, im Baumarkt und beim Bäcker. Aber Leo und Hanna durchschauen ihre Tricks und werden zu cleveren Werbedetektiven. Sie ertappen sogar Mama und Papa, wie sie auf die Tricks der Hexen reinfallen. Leo, Hanna und die Werbehexen. Erste Geschichte. Hanna erzählt. Leo und sein Müsli-Star. Wow, was für ein cooles Tor. Hast du das gesehen, Hanna? Ja, sei still, Leo. Als ob mich Leos doofe Fußballsendung interessiert. Eigentlich weiß mein kleiner Bruder das ganz genau. Leo ist 5 und ich bin schon 9 und er nervt manchmal einfach. Wenn Mama und Papa ausschlafen, dürfen wir sonntags so lange allein Fernsehen schauen. Leo hat sich auf dem Sofa in eine Decke gekuschelt und starrt auf den Fernseher. Gerade kommt seine Lieblingssendung, eine Fußballserie. Voll langweilig. Ich male lieber ein Bild für meine Mama. Bis meine Serie dran ist, eine mit Pferden. Bis dahin ist mein Bild vielleicht schon fertig. So was Blödes, immer machen die Werbung, wenn es am spannendsten ist, ruft mein Bruder plötzlich viel zu laut. Leo, Mann, bin ich erschrocken. Ich werfe einen Stift nach ihm. Sei nicht so laut, sonst wachen Mama und Papa auf. Dann ist sofort Schluss und ich kann nicht mehr Paulas Abenteuer sehen. Na toll, in der Küche faucht schon die Kaffeemaschine. Siehste, sage ich doch, Leo. So ein Mist, jetzt ist Mama wach und wir müssen bestimmt gleich ausschalten. Sekunden später steckt Mama den Kopf durch die Tür und kommt dann lächelnd im Schlafanzug zu uns ins Wohnzimmer. Guten Morgen, meine Mäuse, sagt sie verschlafen und gähnt. Sie stellt ihre Tasse ab, wuschelt mir durch die Haare und lässt sich aufs Sofa plumpsen. Dann zieht sie Leo auf ihren Schoß und fängt an, ihn zu kitzeln. Guten Morgen, was gibt's denn zu schimpfen, mein kleiner Rohrspatz? Komisch,
Leo ist eigentlich total kitzlig, aber heute merkt er es irgendwie gar nicht. Er starrt auf den Fernseher und bewegt sich nicht. Sogar Mamas Umarmung wehrt er ab. »Sei still, Mama, hör auf und schau mal«, ruft er aufgeregt. »Ich sehe nichts Besonderes. Da läuft Werbung.« Leo aber schaut einem Fußballer beim Müsli-Essen zu. Also, jetzt kapiere ich es erst. Das ist sein Star, dieser Markus Meier, Leos großes Vorbild. Mir ist der egal. Ich kann Fußball nur leiden, wenn ich es selber spiele. Da male ich lieber weiter. Tor! Der Typ im Fernsehen hat gerade ein Tor geschossen. Leo springt auf und ruft, Mama, kaufst du mir auch das Schokomüsli? Wie bitte? Hat Leo gerade Müsli gesagt? Leo, spinnst du? Seit wann magst du Müsli? Das spuckst du doch sonst immer aus, weil es dir zu matschig ist im Mund. Doch Leo erklärt eifrig, nein, nein, du raffst aber auch gar nichts. Ich will doch Fußballer werden. Guck doch, da muss man sowas essen. Das gibt Muckis. Und dann bekommt man jeden Elfmeter ins Tor, wie Markus Meier. Ich schaue zu Mama. Der Kurze meint das wirklich ernst. Mama grinst und schiebt Leo vom Schoß. Sie steht auf und räkelt sich. Ach, kommt ihr beiden, macht den Fernseher auf. Wollen wir zusammen Brötchen holen? Wenn ihr wollt, kriegt jeder von euch beim Bäcker einen Kinder-Cappuccino. Ach, Menno, jetzt verpasse ich meine Serie. Das ist voll ungerecht, aber die warme, aufgeschäumte Milch beim Bäcker ist auch lecker. Vor allem mit ganz viel Kakao obendrauf. Okay, ich komme mit. Ich schalte den Fernseher aus, auch wenn Leo protestiert. 10 Minuten später sitzen wir mit Mama in der Bäckerei an der Ecke. Auch Leo hat sich wieder eingekriegt. Er schlürft laut aus der Tasse, stellt sie klappernd ab und steckt seinen Zeigefinger genüsslich in den Schokoschaum. Pff, wie der aussieht. Sein T-Shirt ist total vollgeschmiert und er hat einen Schokobart. Ich muss grinsen. Plötzlich platzt es aus ihm raus. Er deutet auf ein Regal und ruft schon wieder viel zu laut. Mama, schau mal da drüben. Da gibt es auch das Schokomüsli von Markus Meier. Kaufst du mir das? Dann werde ich ein Fußballstar und schieße 1000 Millionen Tore. Pff, was für ein Quatsch. Mama beugt sich zu uns rüber, tut ganz geheimnisvoll und flüstert. Sagt mal, ihr beiden, wisst ihr eigentlich, dass das alles fiese Werbetricks sind? Dabei schaut sie sich um, als hätte sie Angst vor ungebetenen Zuhörern. Wie meint sie das? Leo fragt neugierig, wer, was, wie? Mama antwortet inzwischen ganz ernst. Die Leute, die sich Werbung ausdenken, stellen sich immer nur die eine Frage. Wie kriegen wir die Menschen dazu, das zu kaufen, was wir wollen? Dafür denken sie sich lauter Tricks aus, damit wir Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht vorhatten. Sie verdrehen uns den Kopf. Manche Tricks sind so geschickt, dass nicht nur wir Erwachsenen drauf reinfallen, sondern sogar ihr Kinder. Erschrocken reißt Leo die Augen auf. Ich muss überlegen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ah, ich hab's! Mensch, Mama, das ist doch wie bei Hänsel und Gretel. Da werden die Kinder auch von der bösen Hexe ausgetrickst, damit sie machen, was sie will. Das Pfefferkuchenhaus mit dem ganzen super leckeren Süßkram hat sie angelockt. Sonst wären die beiden doch niemals in das Hexenhaus gegangen. Mama zieht erstaunt die Augenbrauen hoch. Du hast recht, Hanna. Dann sind es bestimmt Werbehexen, die Leo mit dem Müsli austricksen wollten. Die haben das Bild von Leos Fußballer auf die Packung gehext und sie haben Markus Meier ins Fernsehen gelockt, damit die Kinder das Müsli haben wollen, oder Mama? Vor Aufregung bekomme ich einen Schluck auf. Genau, meine Große. Und dabei mag Leo gar kein Müsli und gesund ist das hier auch nicht. Da ist viel zu viel Zucker drin. Markus Meier sollte sich wirklich schämen, dass er da mitmacht, schnaubt Mama. Sie ist jetzt richtig empört. Boah, ist das fies. Der spinnt ja. Und das funktioniert sogar bei so kurzen Leuten wie Leo. Machen die das nur bei Müsli? Frage ich aufgebracht. Leo ist beleidigt. Blöde Kuh, ich bin überhaupt nicht kurz. Jetzt hört endlich auf zu streiten, schimpft Mama. Dann fährt sie sanfter fort. Jetzt passt mal gut auf. Die Werbehexen verstecken sich überall und hinterlassen ihre Spuren. Sie tun alles, was in ihrer Macht steht, um uns reinzulegen. Ihr müsst sehr aufmerksam sein, um nicht auf ihre Tricks reinzufallen, flüstert sie und schaut sich vorsichtig um. Ich bin sprachlos. Die Werbehexen sind echt krass und obermega fies. Aber nicht mit mir. Ich flüstere Leo ins Ohr. Komm mit, wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht schlauer sind als diese Werbehexen.
Wetten, dass wir ihre Tricks erkennen? Leo nickt eifrig und ruft begeistert. Oh ja, dann sind wir die Werbedetektive. Ganz unauffällig schleichen wir zum Kühlregal. Meine Augen fliegen hastig über die vielen Packungen, Becher, Flaschen und Gläser. Da! Ich hab echt was gefunden. Leo, guck mal! Flüstere ich aufgeregt und zeige auf den Erdbeerjoghurt mit einem Fußballlogo auf dem Deckel. Aber Leo hat selbst auch schon was entdeckt. Hanna, da schau! Jetzt schau doch! Er deutet auf eine quietschbunte Plastikflasche mit Kakao, auf der ein lustiger Hund zu sehen ist. Spitze, Leo, lobe ich ihn. Daneben liegt noch eine Packung mit Käse in Bärchenform. Leo strahlt. Wir rennen schnell zurück zu Mama. Leo flüstert ihr ins Ohr. Mama, die sind überall. Wir haben sie gefunden. Die wollen uns mit den bunt tollen Bildern anlocken. Stimmt's? Das Essen sieht aus wie Spielzeug. Sogar der eklige Käse. Und am Markus-Meyer-Müsli hängt ein Schlüsselanhänger mit einem Fußball dran. Der ist aber doch nicht so schlimm, oder? Den möchte er nämlich schon gern haben. Ich verkneife mir ein Grinsen. Leo versteht noch nicht, warum der Schlüsselanhänger auch irgendwie schlimm ist, aber ich habe es begriffen. Wieso soll ich einen Anhänger mitbezahlen, wenn ich eigentlich nur ein Müsli kaufen will? Mama, du hast echt recht, das ist krass. Wenn man es weiß, findet man überall ihre Tricks und Spuren. Für wie doof halten die uns eigentlich? Wieder schaut Mama sich um und flüstert. Lasst uns jetzt lieber gehen, damit diese Hexen nicht merken, dass wir ihnen auf die Schliche gekommen sind. Leo murmelt leise. Vielleicht versteckt sich ja sogar gerade eine hinter dem Regal und schaut, ob sie schon wieder ein paar Kinder überlisten konnte. Mama zwinkert mir zu. Oh je, das kann natürlich gut sein. Leo nimmt ängstlich meine Hand und ich zwinkere zurück. Aber irgendwie fühle ich mich jetzt tatsächlich beobachtet. Komisch. Wollt ihr euch Brötchen fürs Frühstück aussuchen und die Getränke bezahlen? Dann kommt, Papa wundert sich bestimmt schon, wo wir so lange bleiben, schlägt Mama vor. Das muss sie uns nicht zweimal sagen. So, jetzt habt ihr die erste Geschichte gehört, die hieß Leo und sein Müsli-Star. In den nächsten Geschichten erfahrt ihr, wie Leo und seine Schwester mit der Mama auf dem Spielplatz sind und da gibt es Kaugummi-Zigaretten. Dann gibt es ein Kapitel zum Thema Sammelbildchen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr alle auch sowas daheim habt. Die lese ich euch jetzt nicht vor. Dann gibt es ein Kapitel, wo der Papa mit den Kindern auf die Internethexen reinfällt. Und dann gibt es noch ein Kapitel über die Zahnpasta, von der ich vorhin gesprochen habe. Und jetzt, was ich ja vorher schon angekündigt habe, meine Lieblingsgeschichte. Oma und die verhexte 99. Jetzt erzählt der Leo, vorher hat ja die Hanna erzählt. Freitagabend, Telefonzeit mit der Moseloma. Mamas Mama wohnt an der Mosel, das ist ein Fluss in Norddeutschland. Deswegen nennen wir sie die Moseloma. Wenn Mama mit ihr telefoniert, sitzen wir dabei immer auf ihrem Schoß, ich auf dem linken Bein, Hanna auf dem rechten. Oma erzählt dann alles Mögliche, etwas Komisches von Opa oder von der schrulligen Nachbarin oder vom Lumpi, ihrem alten Hund. Gerade heute Morgen hat Lumpi eine ganze Leberwurst vom Tisch geklaut. Hanna kichert und ich falle fast von Mamas Schoß, weil sie beim Lachen so wackelt. Schließlich wendet sich Mama an uns. Wollen wir jetzt über euer Oma-Taschengeld sprechen, Kinder? Au ja, darauf freue ich mich sehr. Das gibt's jede Woche, immer zum Schluss, wenn Mama und Oma fertig erzählt haben. Heute kann ich genau erklären, was ich mir kaufen möchte und wie viel es kostet. Denn das ist der Moseloma total wichtig. Ihr müsst euch ganz genau informieren, sagt sie immer. Für irgendeinen Quatsch bekommt ihr von mir kein Geld. Da ist sie voll streng. Wer möchte anfangen, fragt Oma. Ich, rufe ich ins Telefon. Hey, du warst letzte Woche schon als Erster dran. Das ist unfair, meckert Hanna dazwischen. Mama rollt mit den Augen und seufzt. Pff, Hanna hat recht, Leo. Also, du darfst nächste Woche wieder anfangen, mein Kurzer, entscheidet Oma. Ich bin nicht kurz. Mama schaut mich streng an und legt den Zeigefinger auf die Lippen. Oje, Alarmstufe rot. Wenn Mama so guckt, muss ich still sein. Ja, genau, Oma, sagt Hanna. Die Freundschaftsbändchen, die gibt's gerade an der Kasse vom Bioladen, vorne an der Kreuzung. Die sind so hübsch, ganz in rosa und ausgeflochtenem Leder. Nur leider kostet ein Freundschaftsbändchen 2,50 Euro.
Wenn ich eines für meine Freundin Lene und eins für mich kaufe, dann sind das zusammen 5 Euro. Und ich weiß, das ist echt viel, Oma. Hanna seufzt. Was? 5 ganze Euro? Leo denkt, so viel kriegt sie nie von Oma. Doch, Oma antwortet. Viel ist es sicher, aber es gefällt mir, dass du auch an deine Freundin denkst. Hanna, deswegen darfst du die Bändchen kaufen, ausnahmsweise auch mal für 5 Euro. Oje, denkt Leo, jetzt gibt's bestimmt nichts mehr für mich heute. So, und jetzt zu dir, Leo, wendet sich Oma an mich. Was möchtest du dir denn diese Woche von deinem Oma-Taschengeld kaufen? Was wollte ich nochmal? Ach ja, ich wünsche mir eine ganz besondere Schokolade mit Knusperflocken drin und Bio. Ja, Bio ist auch ganz viel drin. Oma findet Bio immer gut. Und was soll diese ganz besondere Schokolade mit viel Bio drin kosten, fragt sie lachend. Naja, also, die ist so besonders, die muss schon ein bisschen teurer sein als die anderen. Mama verkneift sich ein Grinsen. Ich gebe mir einen Ruck. Also, sie kostet 3 Euro. Puh, geschafft. Aus dem Telefon kommt nix. Oma überlegt. Also, Leo, das ist ganz schön viel für eine Schokolade, findest du nicht? Sagt sie endlich. Aber weil ich Hanna heute sogar 5 Euro gebe, will ich mal nicht so sein. Du bekommst deine 3 Euro, Leo. Julia, bist wie immer meine Bank, sagt sie zu ihrer Tochter. Zahlst du die Kinder bitte aus? Bittet sie Mama. Ich bin völlig überrascht. Mama muss lachen, so verdutzt gucke ich. Oh, danke, danke, Oma. Du bist die beste Oma der Welt, rufe ich ins Telefon. So laut, dass man es wohl fast bis an die Mosel hören kann. Mama greift in den Geldbeutel und zieht 8 1-Euro-Münzen heraus. 3 gibt sie mir, 5 bekommt Hanna. Wow. Wir schicken der Oma noch ein ganz, ganz schnell ganz viele laute Schmatzküsschen ins Telefon und flitzen in unser Zimmer. Später liege ich im Bett und starre an die Decke. Irgendwie kann ich heute gar nicht einschlafen. Hanna, bist du noch wach? Flüstere ich. Nur ein leises Schnarchen ist die Antwort. Sie schläft schon. Ich bin aber so aufgeregt, dass mein Bauch kribbelt. Schließlich dürfen wir morgen das erste Mal ganz alleine einkaufen gehen mit dem Taschengeld von der Moseloma. Am nächsten Morgen sind wir ganz zeitig wach. Blitzschnell stürmen wir in die Küche. Papa hat noch seinen Bademantel an und kocht Kaffee. Er zieht verblüfft die Augenbrauen hoch. Schon fix und fertig angezogen? Freiwillig? Noch vor dem Frühstück? Wir wollen los, Papa, zum Bioladen. Gleich sofort und auf der Stelle, rufe ich. Passt an der Ampel auf, Leo. Hanna ist auf der Straße die Bestimmerin. Hör auf deine Schwester. Klar, Kurzer? Ich bin nicht kurz. Aber egal, schnell noch ein Küsschen von Mama und schon sind wir aus der Tür. Nur kurze Zeit später sind wir schon wieder zurück. Das ging aber schnell. Ihr wart ja keine 10 Minuten weg. Habt ihr... Leo, was ist denn passiert? Papa kniet sich zu mir und hebt mein Kinn hoch. Nein, ich will nicht schon wieder weinen. Zu spät. Die Tränen kullern. Ich habe meine 3 Euro, aber die 2 Neuner nicht gesehen und keine Schoki, schniefe ich. Papa nimmt mich ganz fest in den Arm. Ganz lange. Hanna berichtet inzwischen. Das war voll gemein. Sie ist auch richtig aufgeregt. Auf dem Preisschild von Leos Schokolade stand eine große 3. Und daneben, viel kleiner, noch eine 99. Die Schokolade kostet also 3,99 Euro. Eigentlich fast 4 Euro. Und das hat der Leo nicht gesehen. Und ich auch nicht. Und deswegen hat er sich für die Moseloma nur die 3 Euro gemerkt. Und an der Kasse hatte er nicht genug Geld dabei. Erst dann haben wir bemerkt, dass bei fast allen Sachen noch eine kleine 99 daneben steht. Das ist obergemein. Das ist ja alles einen ganzen Euro teurer, als man denkt. Ja, richtig, bestätigt Mama und streicht mir über den Kopf. Hanna antwortet, völlig klar, dass Leo sich betrogen fühlt. Diese scheußlichen Werbehexen, die haben Leo mit dieser verhexten 99 voll reingelegt. Das muss ich der Moseloma erzählen. Die kennt die Werbehexen bestimmt noch nicht. Können wir sie mal noch mal kurz anrufen? Aber Oma ist nicht zu Hause. Hoffentlich lässt sie sich nicht gerade beim Einkaufen verhexen. Vielleicht tröstet das ja hier für den Moment. Papa kommt mit einer riesengroßen Schokoladentafel ins Zimmer. Alle mitkommen. Schwupps, liegen wir alle in Mamas und Papas Bett, sogar angezogen. Die haben wir uns jetzt verdient. Wir lassen uns doch von den Werbehexen nicht unser Wochenende verderben. So. Jetzt haben wir in der ersten Schichte gelernt, wie der Leo und die Hanna sonntags Fernsehen schauen.
Dann habe ich euch die Geschichte von der Moseloma erzählt und der verhexten 99. Ich weiß nicht, ob ihr das selber schon mal irgendwo gesehen habt. Könnt ihr mal schauen. Und jetzt die nächste Geschichte. Da begleitet die Hanna den Papa in den Baumarkt. Da will der Papa sich eine Bohrmaschine kaufen, die er überhaupt nicht braucht. Dann gibt es eine Geschichte, wo die Mama auf die Fernsehhexen reinfällt. Und dann gibt es eine Geschichte, wo der Leo sich einen Roboter wünscht, der ganz schnell kaputt geht. Die lese ich euch jetzt nicht vor. Ich lese euch die Geschichte vom Opa und den Spielehexen vor. Opa und die Spielehexen. Hanna erzählt. Alle haben ein eigenes Handy und wer hat keins? Ich. Alle haben ein Tablet, nur ich nicht. Rums. Der Ranzen fliegt in die Ecke, Schuhe und Jacke kicke ich hinterher. Mama steht im Flur und runzelt die Stirn. Mir doch egal, ich bin sauer, das soll sie ruhig sehen. Leo lugt vorsichtig aus dem Kinderzimmer. Hallo Hanna, wir haben doch auch ein Handy und ein Tablett haben wir auch. Ich starre ihn an, der kapiert mal wieder gar nichts. Du hast doch keine Ahnung, du doofer Pupsi. Leo zieht sich erschrocken zurück. Komm mal her, du kleine Zornfee, warum bist du denn so sauer? Ich winde mich aus Mamas Armen. Na, weil ihr mir alles verbietet, was Spaß macht. Alles. Mama wird jetzt ernst. Was meinst du denn mit alles? Naja, einfach alles. Naja, fast. Aber alles, was mit Handys und Tablets zu tun hat. Mama zieht sich die Schuhe an. Lass uns bitte morgen in Ruhe darüber sprechen, ja? Gleich kommt Opa und passt auf euch auf. Ich treffe mich mit Papa zum Sport. Und danach gehen wir in die Sauna. Okay, Mäuse? Schon klingelt es an der Tür. Oh nein, nicht auch noch der Opa. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ich schließe mich im Badezimmer ein und von dort höre ich, wie Mama Opa hineinlässt. Spaghetti stehen in der Küche, ja? Und geht nicht so spät ins Bett. Tschüss ihr drei, ruft sie noch. Die Tür fällt ins Schloss und weg ist sie. Grüß dich, schön dich zu sehen, begrüßt Opa Leo. Alles klar bei euch? Wo ist denn Hanna? Ach, die hat sich im Bad verbarrikadiert und schmollt, antwortet er. Blöde Petze. Plötzlich krächzt es vor der Tür. Na, wo hat sich denn meine große Hanna versteckt? Wie schade, dass sie nicht da ist. Da kann sie ja gar nicht sehen, was ich dabei habe. Opa klingt wie ein alter, schnarrender Zauberer. Was hat er gesagt? Er hat was mitgebracht? Neugierig öffne ich die Tür und werfe mich in Opas Arme. Hast du etwa geweint, meine große Hanna? Ich nicke und erkläre ihm, warum. Opa hört sich alles geduldig an. Was meint ihr? Wollen wir es uns zusammen auf dem Sofa gemütlich machen und ausprobieren, was man auf einem Tablet alles spielen kann? Ich reiße erstaunt die Augen auf. Du hast ein Tablet, obwohl du schon so alt bist? Wow, ich hätte nie gedacht, dass Opa so modern ist. Schnell haben wir ein Spiel gefunden. Man muss eine Kugel durch ein Labyrinth rollen lassen und aufpassen, dass sie nicht in die Löcher fällt. Das kenne ich. So ein Spiel hat die Mama aus echtem Holz. Ein bisschen muss ich rumprobieren, dann habe ich es raus. Das macht voll Spaß und wie echt das aussieht. Opa und Leo schauen eine Weile zu, doch dann... Hanna spielt jetzt aber schon voll lange, Opa. Ich will auch mal dran sein, nörgelt Leo. War ja wieder klar. Stimmt, Hanna. Lass ihn jetzt auch mal ran, okay? Lenkt Opa ein. Er legt Leo das Tablet feierlich auf den Schoß. Der hat ganz rote Ohren vor Aufregung. Die Kugeln plumpsen ihm immer in die Löcher und er verliert schnell die Lust. Können wir nicht was anders spielen, Opa? Nach ein paar Minuten findet Opa ein Puzzlespiel. Das erste mit einem süßen, strubbeligen Hund und 8 Teilen. Leo hat das super schnell fertig. Das war babyleicht, ich will ein anderes machen. Das mit dem roten Auto, murrt er. Das hat 32 Teile. Aber wenn es zu schwer wird, dann helfen wir dir. Doch auch hier hat Leo schnell alle passenden Teile gefunden. Kurzer, du bist echt gut, er grinst. Ich bin aber nicht kurz. Noch eins, Opa. Lass mich noch eins machen, bitte, bettelt Opa, Leo. Opa lacht und nickt. Leo tippt auf ein Puzzle mit einer schönen alten Lokomotive. Nichts. Kein Puzzlefenster ploppt auf. Was ist denn jetzt los? Ist das Tablet kaputt? Leo probiert es mit dem Flugzeugpuzzle daneben. Wieder nichts. Plötzlich tauchen auf allen Bildern außer den ersten beiden rote Schlösser mit Schlüsseln auf. Opa, schau mal. Habe ich jetzt das Internet kaputt gemacht? Haben die das jetzt alles abgeschlossen? Wundert sich Leo. Aber Opa erklärt, da steht auf Englisch, dass wir für alle anderen Puzzle 2,99 € bezahlen sollen. Mit der Kreditkarte.
Das ist Betrug. Erst sollte es kostenlos sein und jetzt das? Ach, erst tun sie so, als wären die Spiele ein Geschenk. Und wenn man dann richtig damit spielen will, kostet es plötzlich Geld. Das ist ja voll nach... Leo, merkst du was? Das gibt's ja nicht. Da stecken schon wieder die Werbehexen dahinter. Die Internethexen. Die können auch den Trick mit der Verneckthexen 99. Die haben wirklich überall ihre Finger im Spiel, sogar in den Spielen. Ich werde richtig wütend. Opa wundert sich. Die was? Die Werbehexen? Er zieht erstaunt die Augenbrauen hoch. Hat Opa etwa von denen noch nie was gehört? Du kennst die Werbehexen nicht? Mama hat uns erklärt, warum die so gemein sind. Und dann erzähle ich ihm alles, was wir inzwischen über die Werbehexen herausgefunden haben. Was ihr so alles wisst, staunt er. Puzzle sind doch aber gut, oder? Fragt Leo leise. Hier sind die Werbehexen zwar frech, aber beim Puzzle ist es doch nicht so schlimm, oder? Oh je, er ist ganz schön durcheinander, glaube ich, denkt sich Hannah. Hast du denn eine Kreditkarte, Opa? Fragt Leo. Dann könnten wir jetzt weiter puzzeln, bis das Essen fertig ist. Ich möchte auch noch weiterspielen, Opa. Und Puzzle findet sogar die Mama gut. Opa überlegt kurz und nickt dann. Plötzlich fällt mir was ein. Opa, woher wissen wir denn, dass wir nicht gleich nochmal bezahlen müssen, sondern dass wir dann wirklich spielen können? Warte, Hannah, ich lese mal kurz, was die anderen Leute im Internet darüber so schreiben. Opa überfliegt eine Seite mit vielen gelben Sternchen, auf der andere Nutzer das Spiel bewerten. Ganz viele Leute sind begeistert von dem Spiel und wenn man bezahlt, dann hat man 500 Puzzle. Da ist keiner dabei, der reingelegt wurde. Das klingt fair. Opa denkt nach und dann nickt er. Wisst ihr was? Bei diesem Puzzle finde ich das jetzt wirklich okay. Aber ihr müsst mir versprechen, dass ihr in Zukunft sehr genau aufpasst, wenn wieder so ein Fenster aufgeht. Opa tippt viele Zahlen in das blinkende Fenster. Dann ist es verschwunden. Schau mal, wie cool! Jetzt haben wir ganz viele Puzzle in deinem Tablet drin. Da steht 500. Wie viel ist das nochmal? Fragt Leo. Wow, das sind jetzt 500 Puzzlebilder. Und man kann bei allen auch noch die Anzahl der Puzzleteile festlegen. Von 8 bis 120. Mensch, Opa, Werbehexen hin oder her. Wenn wir 500 Puzzleschachtel transportieren müssten, bräuchten wir einen riesengroßen Lastwagen, stimmt's? Und der wäre viel teurer. Und ein neues Haus dazu. Opa lacht und stupst mich auf die Nase. Los, ihr kleinen Hexenexperten, wollen wir mal schauen, was es Gutes zu essen gibt. Ich habe Hunger wie ein Löwe. Au ja, Spaghetti. Jetzt habt ihr gehört, wie der Opa mit der Hanna und dem Leo im Internet waren und wir erfahren haben, dass die Werbehexen sich auch bei den Spielen einmischen. Und jetzt ist wieder Sonntagmorgen. Hannah entdeckt die Werbehexen. Wie gemütlich. Wir liegen zu dritt in Papas Bett. Mama ist auf Geschäftsreise und wir dürfen bei Papa schlafen. Papa in der Mitte, mich hat er links und Leo rechts im Arm. Vor dem Einschlafen reden wir noch über dies und das. Papa berichtet gerade, was ihm am Wochenende am besten gefallen hat. Da fällt mir plötzlich was ein. Mit einem Ruck setze ich mich auf und schaue Papa an. Was ich dich noch fragen wollte, Papa, eins habe ich noch nicht kapiert. Eigentlich sind doch gar nicht alle Werbehexen fies. Die sind doch nur dann gemeint, wenn sie Lügen auf die Verpackungen schreiben oder mit der Verhexen 99 so tun, als wäre etwas billiger, als es eigentlich ist. Und wenn sie die Verpackungen viel größer machen, als es sein muss oder wenn sie Bilder draufhexen, aber... Wenn sie ehrlich draufschreiben, was drin ist und das Ganze hübsch verpacken, damit wir das schön finden und es Spaß macht, dann ist es doch nicht unanständig, oder? Papa überlegt. Lee unterbricht. Wie geht das? Wie baut man so einen Drachen, Papa? Zeigst du mir das? In seinem Lieblingsbuch deutet er auf einen Jungen, der einen bunten Drachen steigen lässt. Papa setzt sich auf, schaut sich das Bild an, dann mich und dann Leo. Darf ich mal kurz Leo? Fragt er. Nimmt Leo das Buch aus der Hand und blättert darin herum. Wie, was? Was soll das? Krieg ich keine Antwort? Denkt sich Hannah. Endlich schaut er mich an.
Ich weiß genau, was du meinst, Hanna. Schau mal, da hinten in Leos Buch zum Beispiel. Da ist eine ganze Seite voller Bilder von vielen anderen Büchern aus der gleichen Reihe. Das ist natürlich auch Werbung. Aber da steht auch klar und deutlich, dass jedes Buch 15 Euro kostet. Man sieht also genau, was man für wie viel Geld bekommt. So etwas ist natürlich in Ordnung. Der Bäcker an der Ecke darf ja auch auf seine Tafel schreiben, wenn er frische Krapfen oder einen leckeren Stollen gebacken hat. Ich nicke, genau. Aber was ist das Gegenteil von Hexe? Sind das dann die Werbefeen, wenn die uns nicht austricksen, sondern uns was Gutes verkaufen wollen, oder? Papa schaut mich verblüfft an, lächelt und antwortet, ja, du hast absolut recht, Hanna. Ich krieg heiße Ohren und bin plötzlich ganz stolz. Aber Moment, was ist, also wenn der Bäcker sagt, dass er den Stollen selbst gebacken hat und in Wahrheit ist er aus der Fabrik, frage ich weiter, dann ist das voll fies, beendet Leo meinen Satz. Menno, ihr seid langweilig. Kannst du jetzt endlich vorlesen, Papa? Unterbricht uns Leo zum ungefähr 100. Mal heute. Aber diesmal stört es mich eigentlich nicht. Ich bin glücklich, dass ich die Werbefeen erfunden habe. Ich zwinkere dem Kurzen zu. Klar, liest Papa vor. Ich höre aber gar nicht zu. Ich schmiede Pläne. Morgen werde ich nämlich für uns alle einkaufen. Und dann gehe ich auf die Suche nach den Werbehexen. Und Leo kommt mit. Denn zusammen sind wir die besten Werbedetektive der Welt. Herzlichen Dank, liebe Karin Burger, dass wir Leo und Hanna begleiten durften auf ihren Wegen hin zu den Werbehexen, die sich aber dann auch manchmal doch auch als Werbefeen zeigen können. Mhm. Sie sind ja nicht immer böse, die Werbeverführer. Und als Werbeexpertin weiß natürlich die Karin Burger, was man selbst noch machen kann. Auch im Buch stehen einige Tipps, wie man sich selbst auf die Spur begeben kann. Ja, ja, ganz genau. Jetzt haben wir ja gerade gehört, Leo und Hanna sind Werbedetektive. Und ich habe in dem Buch für euch auf Seite 60 ein Kapitel, das heißt Werdet Werbedetektive. Und da ist eine ganze Reihe von Ideen und Vorschlägen, was ihr alleine, aber auch mit eurer ganzen Klasse beim nächsten Mal machen könnt, wenn ihr in den Supermarkt geht. Ihr könnt zum Beispiel selber mal schauen, wie viele Comics zählt ihr denn, während eure Eltern einkaufen gehen, auf den Schachteln? Wo findet ihr die überall? Ihr könnt mal zählen, wie oft die 99 vorkommt. Und was steht hier noch? Wo hängen verführerische Geschenke dran? Könnt ihr mal gucken, ja? Wo kaufe ich, was weiß ich, ein paar Schuhe und dann kommt noch ein Schlüsselanhänger mit, ja? Und dann schaut auch mal, sind Sachen furchtbar in Plastik verpackt und eigentlich braucht es gar nicht. Also ihr werdet sehen, da findet man ganz viel, aber es gibt ja auch noch die Werbefeen, wie Sie gerade schon richtig gesagt haben. Ja, und die Kinder, liebe Karin Burger, die haben bestimmt selbst auch noch einige Ideen. Und diese Ideen dürfen die Kinder Ihnen schicken. Selbstverständlich, dafür haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet, detektive@werbehexen.de, steht auch hinten im Buch. Und wenn ihr selber Plakate machen wollt oder den Werbehexen mal einen Brief schreiben oder den Werbefeen oder eine andere Idee habt, dann schreibt mir doch mal eine E-Mail, zusammen mit eurer Klasse vielleicht, und sagt mir, was ihr davon haltet. detektive@werbehexen.de und vielleicht finden eure Geschichten ja in mein nächstes Buch. Ich habe jetzt noch mal weitergeblättert und bin bei den Werbefeen geblieben, denn auf Seite 62 und 63 des Buches, da findet man noch viele bunte Bilder. Da steht Bio drauf, Demeter, Fairtrade. Was hat es denn damit auf sich? Ganz genau, jetzt haben wir gelernt, dass die Werbehexen ganz viele Spuren hinterlassen, aber auch die Werbefeen. Und diese Spuren nennen wir die Gütesiegel in echt. Und wenn ihr mal schaut, da gibt es zum Beispiel ein Siegelchen, das habt ihr öfter auf der Milch schon gesehen, da steht Bio drauf, aber auch ganz viele andere. Und die sind hier im Buch hinten auf Seite 62 und 63. Und ihr könnt jetzt einfach mal schauen, auch zu Hause, auf den Sachen, die eure Eltern gekauft haben, ob ihr hier und da so ein Gütesiegel findet, weil wenn ihr solche Produkte findet, dann könnt ihr davon ausgehen, dass sie anständig produziert wurden. Darauf könnt ihr euch dann auch wirklich verlassen. Und ich verlasse mich jetzt noch auf ein paar Erinnerungen, nämlich tolle Aufkleber sind auch im Buch. Da steht zum Beispiel drauf, fauler Zauber, verhext, kaufe ich euch nicht ab. Und diese Aufkleber
Wo sollte man sich denn die hinkleben? Naja, das klingt ja jetzt fast so, als hätte ich einen Schlüsselanhänger an eine Müsli-Packung gehängt. Ja, ich kaufe ein Buch und kriege Aufkleber. Jetzt könnt ihr mich schimpfen, aber ich erkläre euch mal, warum ich das gemacht habe. Also, ich selber habe so ein Aufkleberchen in meinem Geldbeutel und immer wenn ich den aufmache, werde ich daran erinnert, brauche ich das oder brauche ich es nicht? Und dafür sind die Aufkleberchen. Also, das ist kein Zusatzgeschenk, sondern nehmt die Aufkleber, klebt sie euren Eltern, euren Großeltern in die Geldbeutel, klebt sie auf eure Hefte, damit ihr alle immer wieder dran denkt und euch dran erinnert, dass man aufpassen muss. Und dafür sind die. Das war's von den Werbehexen, von den Werbedetektiven, von den Werbefeen. Nochmal vielen Dank für den Besuch hier in Straubing bei den Kindernachrichten des Straubinger Tagblatts und natürlich hier bei der Volkshochschule Straubing, damit wir diese schönen Filme aufnehmen konnten. Danke, Karin Burger. Herzlichen Dank für die Einladung und passt gut auf, dass sie euch nicht verführen.